Müssen noch eins angucken. Okay, gucken das Neueste an. So, bei Frauen mit aufs Strandtuch legen. Ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, gell? Ich finde es auch so krass, dass er so gar keine Angst hat, dass irgendwie jemand ausflippt oder Stress oder keine Ahnung was. Das ist doch irgendwie so crazy. Dank. Alles gut. Hey. Magst du mitspielen? Are you okay? Hey. Wisst ihr, wie spät es ist? Spät? Wie spät es ist? Ja. Was anders erschrocken, Alter. Liegt es bequem auf unseren Handtüchern? Ja, ist für euch auch bequem? Ja. Okay. Hey, stop! Stop! Are you okay? Wer seid ihr? Hi! Hi! Wer seid ihr? Das ist gerade zu oft gelegt. Bist du okay? Was macht ihr bei meinen Sachen? Ja, das sind unsere Sachen. Du hast dich gerade zu uns gelegt. Hör mal! Wo kommt ihr her? Von Deutschland. Ach echt? Ja, krass, gell? Ach, deswegen sprichst du auch Deutsch, oder? Ja, ja, richtig tolle Aussage. Ah, okay. Auch aus Deutschland? Echt? Ja. Wahnsinn. Wow. Habt ihr nicht gemerkt, dass ich Deutsch spreche? Nein. Mir ist nicht aufgefallen. In Deutschland? Quasi aus der deutschen Ecke. Aus der deutschen Ecke in Deutschland? Ja, genau. Krass. Da, wenn ihr unbedingt wollt, können wir uns auch mal treffen, wenn ihr wollt. Das ist ja quasi um die Ecke. Hast du eine deutsche Nummer? Keine spanische. Kannst du die spanische Nummer eintragen? Okay. Was für Namen soll ich dazu schreiben, damit ich weiß, wer ich bin? Ja, schreib einfach die deutsche. Dann weiß ich Bescheid. Deutsche Nachricht. Ja, perfekt. Alles klar. Ich rufe dich dann irgendwann nächste Woche oder nächstes Jahr oder so an. Dann können wir ja mal zusammen warme Milch vielleicht. Magst du warme Milch? Ja, warme Milch passt. Okay. Aber auch eine deutsche warme. Ja, wir trinken eine warme Milch dann, okay? Wenn ihr mal gut essen gehen möchtet, dann geht zum Morgen Steakhouse bei der das Nummer 2. Ballermann 6. Zweite Reihe, Ballermann. Ah! Oh! Was los? Hat dich jemand gestochen? Wo? Nee, ich habe mich erschrocken. Ja. Ja, was passiert? Wer sind Sie? Ich bin, weiß ich auch noch nicht. Versuche das rauszufinden. Bei mir kann man aber gut essen. Angus Rind aus Argentinien. Warum hat der kleine Jun dabei? Entrecot, Rinderfilet, T-Bone, Tomahawk, Fleischspieß mit Schweinelende, Hähnchenbrust, Angus Rind. Grillteller, verschiedene Fleischsorten. Weißt du, wo der Limbecker Platz ist? Der welcher? Limbecker Platz. Ja, hier, definitiv nicht in Palma oder auf Mallorca. Weißt du was? Schwimm einfach durch. Hola. Hola, can you come here? I have a very important question. I'm looking for the Limbecker Platz. You know? Ja, aber der fühlt sich verarscht, wenn du das machst. Nein, ich suche wirklich. Na, ich weiß das, aber lasst ihn in Ruhe, weil er versteht deine Sprache nicht. Ey, und er bitte denkt, mal nachher, alle weggehen. Er denkt. Stell dir mal vor, wie cringe das ist, wenn sich einfach jemand da hinlegt. Aber das ist schon wieder nicht mehr so lustig wie das andere Video. Hallo. Was ist los? Hey. Und das ist mir jetzt zu wütend. Hallo. Nee, ich war gerade da drüben, aber da ist alles voll und auch so. Na
ja, was glaubst du? Ja, da drüben war alles voll und da sind auch keine Sonnenschirme, deswegen dachte ich, gehe ich kurz zu euch. Ja, das will ich nicht sagen, aber ich sehe gar keine besetzte Liege mehr. Ja, ich will ja auch nicht ganz alleine liegen, ne? Deswegen. Und deswegen nimmst du einfach meine Liege. Du kannst den Bierkönig mit, gell? Geht ihr gleich im Bierkönig oder was? Ja. Ja, können wir machen, klar. Hier, du kannst ja einmal deine Handynummer eintragen, weil ich gehe gleich erst ins Hotel, will mich dann einmal frisch machen. Und dann treffen wir uns da, ja? Wie heißt du überhaupt? Bianca. Bianca? Ja. Meine Ex-Freundin, echt jetzt? Meine Ex-Freundin hieß auch Bianca, echt jetzt? Ja, das ist kein cooler Umgang. Das, guck mal, das ist ein gutes Zeichen. Trag mal deine Handynummer ein, dann melde ich mich später. Cooles Zeichen. So, na ja, gut. 0664 6969. Nee, oder warte, gib mir, nee, doch nicht. Du erinnerst mich ehrlich dazu sehr an meine Ex-Freundin, das geht nicht, okay? Du willst ihn auf den Arm. Nein, jetzt ganz kurz mal, könnt ihr bitte, wir wollen ja einfach ein rotes Spiel spielen, eigentlich gerade. Du hockst dich zu uns einfach, kannst einfach. Weißt gehen. Du was, ich hab eine geile Idee. Du bist mal für 2 Minuten ruhig. Nein. Ich bin weg. Ja, alles gut. Nein, wir wollten eigentlich gerade einfach in Ruhe Karten spielen, deswegen, ihr seid jetzt dazugekommen und das hat uns, hat die Mädchen ehrlich gesagt ein bisschen auch erschreckt gerade. Sprichst du für sie? Ja, klar, einer muss für die Gruppe sprechen. Bist du der Erziehungsberechtigte? Guckt euch mal sein Gesicht an, er ist die ganze Zeit so. Was geht denn ab? Beziehungsberechtigte, aber wir sind eine Gruppe. Wir halten alle zusammen. Ja, wir sind ein Team. Eine Hand wäscht bei uns die andere. Hol dir mal Google Maps und rasier dich mal. Warum soll ich mich rasieren? Okay, also sorry, darf ich auch mal kurz. Also das ist ja wohl eine Frechheit, dass du jetzt zu mir sagst, ich soll mich rasieren. Danke. Wo ist dein Restaurant? Mann! Nee, ganz ehrlich, bring die nicht mit, ey. Ja, ich muss ihn nicht bei mir haben, sorry. Alles gut bei dir? Alles gut? Wer seid ihr? Wer seid ihr? Du hast dich hier hingelegt. Könnt ihr bitte gehen? Du bist doch hier hergekommen. Ich will mich hier in Ruhe sonnen eigentlich. Ja, Herr Georg. Nein. Jeden Tag seit 13 Jahren. Seit 13 Jahren bin ich hier, hab ein Restaurant, mach jeden Tag meine eigene Party. Ich komme heute vorbei, weil das klang gut. Das klang gut. Ich komme vorbei. Ja, kannst du mal gehen? Hallo, okay. Kannst du bitte gehen? Sorry, du gehörst auch nicht zu uns. 13 Jahre gehe ich hier an die Leute aus, mit denen ich jeden Tag Party mache. Kannst du bitte weggehen? So. Bitte. Geh einfach. Achso, ihr wollt mich... Ja, geh bitte weg. Geh bitte einfach. Ja. Ich kann dich nicht. Ich dachte... Nein, geh. Ich dachte, wir sind Freunde. Nein, geh bitte weg. Wir haben keinen Plan, wer du bist. Geh bitte. Ja, okay, ich gehe dann. Danke. Setz dich irgendwo anders hin, aber geh. Meinst du das ernst, oder? Ja, wirklich. Okay. Wir kennen dich nicht. Kein Plan, wer du bist. Geh weg. Dankeschön. Oh mein Gott, alle Leute. Sorry. Tut mir leid. Boah, ich hätte voll das schlechte Gewissen jetzt. Was ich meine. Bitte macht alle nicht solche Tänze. Alles ist okay? Wenn ihr da mal guckt, da ist eine Verschärfung. Okay. Also das andere war aber definitiv noch witziger.